für Sie ein Skript vorbereitet. Grundlagenüberlagerungstechnik, Übertragungstechnik. Was ich machen möchte jetzt gerade erst, ich möchte einmal durchs Inhaltsverzeichnis gehen, damit Sie so ein bisschen wissen, was auf Sie zukommt. Und dann müssen wir miteinander sprechen, wie wir das zusammen machen. Weil da habe ich auch noch so ein paar Vorschläge, was wir machen. Sie gucken schon wieder so. Also wir können jetzt natürlich eine theoretische Vorlesung durchziehen und am Ende eine Klausur schreiben und dann vergessen wir alles wieder. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Deswegen. Das wusste ich ja, aber nicht hier. So, also, was machen wir in diesem Semester? Worum wird es gehen? Ein paar Sachen haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Im Prinzip sind wir gerade da drin, in der Struktur der Vorlesung. Und der Aufbau ist ganz grob. Erste Hälfte ist so Ethernet und seine Freunde. Also drahtgebundene Kommunikation wird es im Wesentlichen drum gehen. Also das 802.11, das WLAN ist nicht dabei. Und der zweite Teil ist so UMTS-LTE und seine Freunde. Also drahtlose Kommunikation. Wobei LTE kaum zur Sprache kommt, weil das ist einfach viel zu schwer. Für Sie, Herr Jung. Nein. So, also starten wir damit. Hier wird es erstmal darum gehen, dass ich Ihnen so ein bisschen was über Standards und Referenzmodelle erzähle, auch wo man Informationen herkriegt zu gewissen Themen in der Nachrichtentechnik. Also was sind da Gremien, was sind Organisationen, die da was vorantreiben. Ist also eher so ein Soft-Thema, nicht? Und dann gehen wir noch mal kurz aufs Referenzmodell ein, das OSI-Modell, das werden Sie aber wahrscheinlich schon kennen. Deswegen kommt es nur im Vorbeiflug und wir diskutieren mal über Ethernet. So, dann machen wir noch mal Leitungen, eventuell noch mal Leitungen und Pegel, also DB-Rechnung, wenn Sie es nicht mehr können aus dem letzten Semester. Aber eigentlich können wir da relativ schnell drüber gehen. Was wir nur machen müssen, ist, dass wir uns vor allen Dingen um lange Leitungen kümmern. Bislang haben wir zumindest im letzten Semester und wahrscheinlich auch beim Keller immer relativ kurze Leitungen, also so ein Lambda oder zwei oder drei lang drum gekümmert. Das wird jetzt nicht mehr so sein, sondern die Leitung wird jetzt richtig lang, also mehrere Milliarden Lambdas, ne, wenn Sie an Lichtwellenleiter denken. Das ist so eine Welle, so Mikrometer lang und Kilometer, das sind dann also schon mehr als Milliarden, Billionen, Billiarden Wellenlängen, die sowas lang ist. Dann muss man sich um Geschwindigkeiten Gedanken machen. Also eigentlich die Frage, wann kommt das Signal eigentlich an und was heißt es, wenn das Signal ankommt? Da gehen wir ein bisschen rein und sind dann eben auch bei Dispersion. Also Dispersion ist im Prinzip ein anderes, ist ein technischer Ausdruck für der Puls wird zu Brei. Und da muss man sehen, wie man damit umgeht. Dann machen wir optische Wellenleiter, also Glasfasern. Da gucken wir auch schon relativ tief rein. Ich werde die DGL nicht lösen mit Ihnen, aber ich werde schon Lösungen der DGL präsentieren. Ja, man kann so ein Glasfaser, so einen Wellenleiter richtig rechnen. Sie gucken mich so an, aber es geht tatsächlich. Ich habe das auch gemacht in meinem Studium. Ich halte das für, also es ist nicht so das, was der Ingenieur täglich tut, die DGL des Lichtwellenleiters lösen. Deswegen machen wir das nicht, aber die Ergebnisse sollte man vielleicht mal kennen. Das sind doch sehr schöne bunte Bilder. Dann machen wir Übertragung im Basisband. Da müssen wir mal sehen, da müssen Sie mir auch helfen, wie viel zum Thema Fourier-Transformation müssen wir noch machen. Also Korrespondenz, Zeitbereich, Spektralbereich. Und machen dann komplexe Signale im Basisband. Also wie geht man damit um? Definieren solche Sachen wie Rauschen, Rauschkanäle, Bitfehler natürlich, Kanalkapazität, also was kriegt man drüber geschoben, das kennen Sie, glaube ich, als Shannon- oder Nyquist-Kriterium auch, da fliegen wir mal einmal kurz dran vorbei und schauen uns für spezielle komplexe Modulationsformen da auch Bitfehlerraten an, aber auch da müssen Sie mir helfen, wenn Sie das alles schon irgendwie von einem anderen Dozenten schon mal gehört haben oder schon mal gesehen haben, dann machen wir da halt schnell weiter, müssen wir nicht viel tun und werden dann auch Spektrum und Impuls uns nochmal angucken, also wie kriege ich überhaupt einen Impuls dadurch? Arbeitet man mit Rechteckimpulsen oder mit anderen? Was ist gut, was ist schlecht? Was ist Match-Filtering und so weiter? So, an der Stelle werde ich schon ein Simulationswerkzeug wieder einführen. Das finden Sie auf Ihren Rechnern hier vor sich, beziehungsweise können Sie auch selber runterladen, sodass wir auch da praktisch ist es eben nicht, aber zumindest so halbpraktische Dinge tun können.
Das heißt Ptolemy II. Und damit Sie mal sehen, was auf Sie zukommt. Ist vom, ich sag mal, vom Look and Feel erinnert es vielleicht so ein bisschen an LabVIEW. Haben wir es dann irgendwann? Genau, da ist es. Oder hier irgendwie Recent Files. So, machen wir das mal auf, mal gucken, was passiert, wenn was aufgeht. Genau, geht was auf. Das heißt, da können Sie jetzt so Blöcke, also das ist dann so eher am Ende, ne? Am Ende des Semesters. Da können Sie so Blöcke hin und her schieben und können Datenverbindungen ziehen. Es ist von der, vom Programmierparadigma ist es völlig anders als LabVIEW. Also LabVIEW ist im Prinzip grafisch das machen, was man auch mit textueller Programmiersprache machen kann. Und das ist das eben gerade nicht, sondern hier geht es tatsächlich um einen Datenfluss. Also sowas wie eine Vorschleife oder so finden Sie jetzt zum Beispiel gar nicht. Weil wie wollten Sie sowas in Hardware oder so realisieren? Also richtig in Hardware, ne? Und das Schöne hieran ist eben, dass dieses hier, so ein Multiply Divide oder hier so ein, das ist jetzt ein IIR, ein Infinite Impulse Response Filter, also irgendein Filter, das könnten Sie jetzt realisieren, entweder als irgendwas Digitales, wie es hier eben tatsächlich gemacht ist im Rechner, oder dieses IIR speziell ist auch einfach ein RC-Glied. Also das Ding da könnte auch einfach ein Widerstand und ein Kondensator sein. Also deswegen ist die Korrespondenz eigentlich ganz schön. Ne? Also hier können Sie das System einfach mal hinmalen und damit arbeiten und es simulieren. Und wenn Sie es hinterher realisieren wollen, dann können Sie sich immer noch überlegen, mache ich es digital oder mache ich es eben so. Also hier auch ein Multiplikator oder das hier, das ist ein Oszillator im Prinzip. Also hier ist es ein Funktionengenerator, der Sinus und Cosinus generiert, aber das kann ja in Hardware ein Oszillator sein. So, das fand ich eigentlich ganz nett und deswegen werde ich das auch dann mehr und mehr einführen und dann werden wir dazu auch mehr und mehr Simulationen machen. Okay, so, dann geht es um Datensicherung und Codierung. Da mache ich einen Einflug in die Codierungstheorie und da müssen wir mal schauen, auch wie tief wir hier reingehen müssen. Das sind hier die Standardcodes, die hier drin sind. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr, auch eine ganze Menge wirklich real eingesetzter Codes, die über das, was so in einer Basisvorlesung gemacht wird, hinausgehen. Wenn Sie anderswo schon was die Basis gehört haben, dann können wir gleich weiter oben ansetzen. Das ist eigentlich für mich das Coolere. Aber dann müssen Sie mir halt sagen, oder ich muss dann eben mal mit dem entsprechenden Dozenten nochmal sprechen. So, mindestens, und das finde ich total klasse, das Ding, mindestens den Reed-Solomon-Code. Den werden wir rechnen, weil das macht Spaß. Das ist da unten, das 5.4. Das ist im Prinzip das, was die CD ermöglicht. Also das ist so auch so ein Arbeitspferd der Kommunikationstechnik. Und das ist beispielsweise der Code, der auf der Compact Disc verwendet wird, damit Sie Kratzer ausbügeln können. Also natürlich werden wir nicht so eine ganze Compact Disc. Das könnte eine Klausuraufgabe sein. Wir haben ein Musikstück, berechnen Sie die Repräsentation auf der CD. Schön. Aber das dürfte als Gruppenarbeit gemacht werden. Okay, analoge Modulation müssen wir mal gucken, ob wir da, aber das ist eher, damit Sie mal so ein bisschen die Geschichte und so auch sehen, da könnten wir drauf eingehen. Und dann machen wir Mobilfunk, hatte ich ja gesagt, der zweite Teil wird sein, Mobilkommunikation und so. Da müssen wir den Kanal uns detailliert angucken, also den Mobilfunkkanal. Mehrwegeausbreitung spielt da ein Thema, ist da ein Thema, Abschattung ist da ein Thema, sehr viel mehr Störungen sind da ein Thema, auch Zeitvariante Kanäle, also da telefonieren Sie halt, dann fährt ein LKW an Ihnen vorbei, der Stahlplatten geladen hat, nicht? Dass der den Kanal ändert für Sie zum Funken, ist irgendwie offensichtlich. Das könnte eventuell sein, dass der beim Kabel, dass der einfach übers Kabel rollt, dann bricht es halt auch ab, eventuell, nicht? So. Und auch da werden wir spezielle Dinge kennenlernen, was man heutzutage verwendet, um eben eine sichere Kommunikation zu bewerkstelligen. Eben, ja, ich werde noch ein bisschen über GSM sprechen, ich werde im Wesentlichen über UMTS sprechen, das ist aber auch, ist wie bekannt natürlich auch schon eher auf dem Abgang. Ich werde kaum an LTE kommen, aber dazu sage ich gleich noch was, wenn ich das Mikrofon nochmal wieder ausmache kurz. Okay, Modulation, Demodulation, Trägerrückgewinnung machen wir auch auf Basis eben des Ptolemy, also mit Simulation. Und ja, dann sind wir auch sozusagen eigentlich schon durch. Dann machen wir nochmal so einen
Ausflug hier in Hardware, Sender und Empfänger. Und dann müsste das Semester auch rum sein. So. Jetzt müssen wir noch mal kurz diskutieren. Das machen wir mal aus. Hier.